So, wir müssen direkt ins Game reinspringen. War gerade ein bisschen unterwegs. Das Problem ist, wir haben kein Wasser hier. Und ja, ich muss lange zur Toilette laufen. Sehr, sehr lange. Und ich habe es gerade so geschafft. Tut mir echt leid. Und ja, Roharbeiten. Das heißt, es gibt nur ein Dixie-Klo. Feels Batman. Tja, musste erstmal sehr weit laufen. Also. Tja, also, es geht weiter. Mouseboards gegen die Space Soldiers auf Inferno. Map Nummer 2 zwischen den beiden, die sich jetzt qualifiziert haben für die ESL Pro League in Dallas. Und bisher sieht es auch ganz gut aus, dass Duco, Chris J und Robs auch diese Runde holen. So, und Robs kann das dann auch am Ende nochmal beenden. Ich muss euch ganz kurz alleine lassen, weil ich muss mir gerade noch... Ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Ich muss mir kurz die Hände desinfizieren, ne? So Dixie-Klos sind nicht so geil, wo man Hände waschen kann. Und, deshalb, ich habe extra heute Desinfektionsmittel mitgebracht, um die Hände und die Patschechen zu waschen, ne? So. Das habe ich aber vergessen an meinem Platz. Das stand woanders. Also, es tut mir echt leid. Aber wie gesagt... heute, wie gesagt, gibt es kein Wasser hier im Haus, wegen Rohrbruch. Und das heißt, wir müssen auf andere Mittel zurückgreifen. So, damit sind wir wieder zurück. Mouseboards mit dem 2:0. Und Mouseboards muss jetzt gegen den Buy von den Space Soldiers ranhalten. Robs findet Nummer 1. Und Chris J wieder sehr aggressiv in der Bananen. Und habe ich gesagt, noch zwei Leute da, um die Front der Türkei jetzt aufhalten zu können. Sunny wurde gesehen, also das muss Space Soldiers eigentlich auf dem Schirm haben. Die Flashbang kommt ganz gut reingeflogen, man dreht sich zwar nochmal weg. Sunny darf es da aber nicht übertreiben. Er will weiterhin das Ganze mit Oscar halten, der noch an der Autopumpe unterwegs ist. So, Angel zieht da gut rein. Oscar damit Hackfleisch, aber Sunny ist durch die Smoke gepusht. Nochmal ein kleines Chaos ausgelöst. 2-gegen-2 Situation. Stuko mit 100 HP muss versuchen, den Spot jetzt erstmal alleine zu halten. Space Soldiers sind sich unsicher. Wohin soll die Reise gehen? Klar, die beste Alternative, die sie jetzt haben, schnell das 2-gegen-1 zu finden, gelingt ihnen aber hier nicht. So, das heißt am Ende, Engine nimmt nochmal den Rückzug an. Und das heißt, er kriegt sogar nochmal den Plant raus. Und vielleicht sogar nochmal die Situation, die Runde zu klären. So, mal gucken. Engine
in der guten Position, das sogar auszuspielen. Der Pitt hat natürlich sehr viele Deckungsmöglichkeiten. Er hat sich jetzt verraten. Nummer 1 sitzt, aber Stüko regelt das. Und Stüko direkt mit dem Refrag. Kompromisslos drauf gewesen. Schnell beendet. Und das 3:0 sitzt hier. Damit Mouseboards. Mit der Führung solide runtergespielt. Die Bonusrunde ganz solide absolviert. Klar, man muss ein bisschen was liegen lassen, aber es war jetzt nur eine Sniper. Es war nur eine Autopumpe. Es waren ein paar UMPs. Die Rifle bringt man durch. Also, es ist okay. Ja, dafür, dass man die Space Soldiers das komplette Fuller-Car-Setup aus der Hand reißt, sind sie halt hier immer noch ganz gut unterwegs. Wichtig ist natürlich in der Runde, so wenig Waffen wie möglich zu verlieren. Engine direkt mit dem Refrag unterwegs. Die Space Soldiers halt nochmal mit so einem leichten Force-Buy. Den können sie sich erlauben bei einem 3-0. Legen sich gut Geld auf die Seite zurück und können sowieso nächste Runde kaufen. Also, was soll der Geiz? Major kommt sogar nochmal eine Waffe ran. Oscar mit der AWP startet hier in der Mitte mit einem Follow-up-Kill. So, Oscar passt auch weiter auf. Diesmal klappt das auch ein bisschen besser mit der AWP. Finde auf Mirage ein bisschen geschwächelt. Wie gesagt, das Doppel-AWP-Setup war hier so ein bisschen unzuverlässig. Klar hat man ein paar gute Runden gehabt, die auch zum Erfolg beigetragen haben. Aber hauptsächlich das Doppel-AWP-Setup nicht so ganz funktioniert, wie man es normal von den Jungs kennt. Hier hat man jetzt nur eine AWP dabei erstmal und Oscar macht auf jeden Fall seinen Job in der Mitte. So, nochmal die Aktion von Santaris. Die Eröffnung ist auf jeden Fall gegeben. So, jetzt heißt es für Mouseboards diesen kleinen Vorteil irgendwie auszugleichen. Den will auch Oscar direkt an der Rampe finden. Wieder sehr aggressives Spiel. Diesmal von Sunny, nachdem Chris Jada wieder gefallen ist. Oh, beide haben sich nicht gesehen. Santaris. Doch, er hat ihn gesehen. Also er war nur angeflasht und Santaris zieht dann nochmal nach. Geht auf Nummer sicher, Sunny ist einfach nur Dauerblind. Wieder die Banane, das hat ihn schon bei der, gegen Navi so ein bisschen das Knick gebrochen, bei der Dreamhack Master. Das überlebt da mit 11 HP. Also dieses aggressive Spiel zurzeit kann von vielen Teams ganz gut gehandelt werden auf der T-Seite. Trotzdem, Mouseboard schafft es hier wieder, dank Oscar, auf eine 3 gegen 3 Situation zu kommen. Trotzdem findet man hier nochmal eine Antwort. So, es geht in der Zangenbewegung nach vorne. Und Robs verrät sich halt erst sehr spät. Setzt nochmal an. Zum Spray ist nur noch Santaris. Robs hält weiter gegen. Reicht nicht ganz. Stüko aber jetzt natürlich im Vorteil. Santaris müsste die Bombe gleich aufblenden. Stüko kriegt aber das Zeitfenster hier nicht um den Frag zu holen. Santaris verschafft sich nochmal in den letzten 10 Sekunden ganz gut Raum. Jetzt kann er die Bombe legen und nochmal das Duell eingehen. Wichtigkeit ist natürlich auch hier, dass er vielleicht denken könnte, dass er von hinten kommt. Stüko wartet halt sehr, sehr lange ab. Besseres Timing eigentlich für Santaris, aber Stüko zieht rum, gewinnt das Duell. Santaris muss sich hier geschlagen geben. Damit kann Stüko auch ohne Probleme diffusen, aber viel ist hier an Robs. Viel lag hier wirklich an Robs. Sehr, sehr gut von ihm da gespielt. Wartet halt sehr lange ab. Wartet vielleicht auch darauf, dass vielleicht irgendwo noch ein Zweiter zeigt. Am Ende muss er den Spieler oben natürlich auch töten. Und dann kümmert er sich um lang. So, natürlich auch nochmal wichtig, wir dürfen nicht vergessen. Klar, beide haben sich qualifiziert. Aber wenn es genau wie letztes Jahr ist bei der ESL Pro League, dann wird die Platzierung sogar noch einen kleinen, aber feinen Unterschied machen, weil die Teams sich immer gegenseitig picken können. Also das sind ja dann zwei Gruppen sozusagen bei der ESL Pro League und man kann den Teams bei,
bei der Pro League immer ein anderes Team in die Gruppe reinpicken. Das heißt, wenn Mausports weiter oben steht, kannst du sagen, okay, wir haben keine Lust gegen das Team zu spielen, wir picken es rüber in Gruppe B. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. So können die Teams so auch so ein bisschen bestimmen, gegen was sie dann spielen möchten. Oder möchten vielleicht einem Erzrivalen erstmal aus dem Weg gehen für die Playoffs dann. Ja. Also es ist schon wichtig, hier auch die Platzierung nochmal. Das Seeding hat hier meiner Meinung nach schon einen kleinen Einfluss. Ja, man kann da zum Beispiel mit SK Gaming aus dem Weg gehen. Man kann zum Beispiel auch erstmal einem Astralis aus dem Weg gehen. Das ist schon entscheidend, würde ich sagen. So, das heißt jetzt erstmal hier Engine. Oh, der Headshot sitzt nochmal gut, aber die Flash besiegelt da sein Schicksal. Und natürlich geht es auch um ein bisschen Geld, das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Platzierung, es werden ja in der Liga-Phase werden ja 250.000 US-Dollar ausgeschüttet auf beide Divisionen. Und da auch die Platzierung auch nochmal ein bisschen wichtiger. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich werde das aber nochmal nachschauen. Dann werde ich euch das ganz genau sagen. So, erstmal Oscar in der Mitte. So, das finden wir noch raus. ESL Pro League 6. Hier. Hier haben wir es, genau. Europe, gucken wir mal letztes Jahr, was es da gab. Gab es da kein Geld? Tatsache, es gibt erst auf Platz 7 gibt es Geld. Dann war das Mindfail, genau. Ab Platz 7 gibt es Geld, für den Platz 1 bis 7 gibt es nur die Finals. Also. Da ein kleines Missverständnis. Außer das wurde geändert irgendwann. Kann auch sein, dass es da nochmal eine Änderung gab. Aber letztes Jahr waren es nur die Finals. Naja. Gucken wir einfach mal. Soll da irgendeine Änderung sein, werde ich euch dann nochmal informieren. So, erstmal Kellix, der letzte Verbleibende. Und das scheint hier gut geregelt werden von Mausport 7:0. Also sieht super aus bisher. Und es gibt eine taktische Pause. Also das 7:0 bisher unspektakulär von den Space Soldiers. Es brennt nicht viel an. Also. Mausports bisher solide die Partie am Runterspielen. Jetzt gibt es auch weiterhin hier erstmal eine Doppel-AWP. Das heißt, wir werden Chris J versuchen, er wird es versuchen mit Sunny auch erstmal die Banane zu halten. Es ist Prefire kommt rein plus eine Molotov, um den Raum einzunehmen. Also man will Mausports diesmal versuchen, die Banane abzunehmen. Auch wenn es nur sehr wenig ist, was bei den Space Soldiers investiert wird. Klar, durch den Loser-Bonus kann man hier auch ein paar Pistolen kaufen und ein paar Granaten und Kevlar. Und legt sich einfach ein bisschen was auf die Seite, da man nächste Runde sowieso kaufen kann. Space Soldiers suchen natürlich jetzt irgendwo eine Öffnung, aber Mausboot steht hier gerade wie ein Panzerschrank. So, Chris J. mit dem ersten, diesmal aus dem Dark. So, jetzt muss ihm das Sunny das Backup geben. Das sitzt gut.
Plus J wird herausgenommen, Headshot sitzt nach und sie haben den Spot verteidigt zu zweit. Kellex gibt zwar nochmal einen mit der Deagle, aber ohne wirklich viel Equipment kann man auch Chris J da nicht rausnehmen und Sunny auch nicht wirklich abblocken. Und dann versucht man einfach nochmal mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. Mouseboards mit dem 8:0, die Space Soldiers. Tja, die laufen gerade, sei es Richtung A oder B, immer gegen die Wand von Mouseboards. Also da gibt es bisher eigentlich nicht viel zu meckern. So, Major verschießt da. Buch. Offensiv von Oscar nach unten gegangen. Wollte schon viel haben. Am Ende nimmt sich Pass die Position. Nochmal die Nate nach vorne, um das Ganze abzublocken. Das gleiche gilt für Molotov. Das heißt, für die Space Soldiers geht es erstmal nicht über die Mitte. Super aggressives Setup von Mouseboards Richtung Banane. So, und da wollen die Space Soldiers jetzt wohl angreifen. Deshalb kommt die Flashbang rein. Die wird aber zu weit reinfliegen. Ob's da mit einer guten Position oben auf dem Balkon. Sie haben immer noch den Spieler in der Ecke. Was kann Sunny jetzt da machen? Da wird geprefired. Sunny setzt an. Sunny weiß, dass der Spieler da ist. Und Engine gewinnt dieses Duell am Ende. 2-gegen-2 Situation. Der Raum wird schnell eingenommen. Die Bombe muss von Major gepickt werden. Syko ist schon da. Also der Laufweg passt von dem Spieler. Und dann setzt er hier auch den Headshot. Space Soldiers kommen auf keinen grünen Zweig. Zumindest hier bis zu dem Part. Major im 1-gegen-1. Robs kommt über die Banane. Hat das Major auf dem Schirm? Oh, das Timing könnte nicht besser sein für Robs. Oh, super gut gemacht von ihm. Muss man wirklich mal sagen, Robs hört den Spieler ansteppen, geht einmal in die Hocke und weiß ganz genau, okay, Major wird mich im Leben nicht da checken. Und damit ist es die 9. Runde für Mouseboards. Super knapp, aggressiv gespielt von Mouseboards. Großes Risiko mit Oscar in der Mitte. Man hat ein großes Risiko unten in der Banane, aber am Ende geht das dann doch irgendwie auf. Also die Space Soldiers weiterhin hier ohne Scorepoint und ja, weiterhin auf der Suche nach irgendeiner Möglichkeit, Mouseboards mal eine Runde abzuknöpfen. Runden werden jetzt allgemein schon etwas teurer. Merkt man halt auch bei dem Geld von Mouseboards. Jetzt zieht man zu zweit rum. So ein bisschen die Falle aufgebaut, dass Major da zuschlagen kann. Damit kann man zumindest mal Oscar in die Knie zwingen, in der Mitte. Zum zweiten Mal. So, heißt die 4-gegen-4 Situation. Vorteil für die Space Soldier ist ein bisschen mehr Equipment da. Rob sitzt wieder oben auf dem Balkon. Und spielt eine Runde Julia. Ja. Da hat Romeo aber keinen Bock drauf. In dem Fall ist es Pass. Auch diesmal das Duell für sich entscheiden kann. Und das könnte jetzt endlich mal eine Runde für die Space Soldiers sein. Das Jay kann noch nicht rüberschieben. Wäre aber jetzt eine Alternative. Oder man versucht halt so viel Schaden wie möglich zu machen. Na, nächste Runde wäre nochmal der Force Buy drin. Das Geld ist halt echt mager beim Mouseboards. Wäre fast schon eine Situation, einfach nochmal auf Safe zu gehen. Oder man forst halt rein. Dann kann sich Stuko eine UMP leisten. Seien die auch nicht wirklich gut ausgestattet. Aber hey, sie haben zumindest irgendwie noch 3 Spieler mit einer Rifle. Gegebenenfalls könnte Rob sogar eine AWP legen. Aber vielleicht schafft es auch Chris J, nochmal das Wunder über die Bühne zu bringen. Zum Beispiel mit dem ersten Headshot hier. Aber Kellex da die Gefahr entschlackt. Damit muss es Sunny jetzt richten. So, der ist bekannt. Und für Sunny wird diese Situation knallhart nochmal zu wenden. Damit kann Sunny nur noch safen gehen. Das gibt ja nochmal den Vorteil, dass man nächste Runde wahrscheinlich kaufen wird. Zweite Waffe wäre ganz gut gewesen noch. Also wie gesagt, eine Waffe für Stuko kann man hier zur Verfügung stellen. Beispiel eine UMP. Sunny hat ja noch ein paar Granaten dabei. Robs legt die AWP. Kann sich noch eine Kevlar kaufen.
Oscar wird ausgestattet. Und schon passt das. Sogar Stüko am Ende mit einer Farmers. Also, der Ball ist okay. Natürlich nicht das Beste, was man haben kann, aber es ist absolut in Ordnung. So, und diesmal lässt sich Cristiano wieder in der Banane vernaschen. Die Smoke liegt. Santaris nutzt die Gunst der Stunde für den Refrag. Ist Jay gefallen. Dafür war Robs zu. Ach, damit war Oscar zumindest erstmal in der Mitte wieder erfolgreich. Ja. So, die Frage ist natürlich, wohin geht die Reise jetzt für die Space Soldiers? Hat immer noch zwei Leute Richtung Haus aufgebaut. Die Bombe wartet erstmal ab. Schiebt einfach nochmal Richtung Mitte hoch. Man gibt die Banane auf. Sie stehen beide Richtungen lang. Das ist natürlich jetzt für die Space Soldiers ein willkommenes Geschenk, einfach den Spot einzunehmen und fast für Mausbots die Situation, einfach sogar die Waffen zu safen. Da lässt man sich aber nochmal ordentlich vernaschen von Santaris. Stüko kann eigentlich direkt den Rückzug antreten und einfach nur die Waffe durchbringen. Das gleiche gilt für Sunny. Da hat man zumindest nochmal für Runde Nummer 12 eine Kleinigkeit parat. Gegenzuhalten. Aber das gute Geldpolster, das von Mausbots, das ist geschrumpft und nichts mehr wert. So, positioniert sich da in der Ecke, die Bombe kann sie da auch nicht töten. Und es kommt eine taktische Pause von wem? Technical Pause wieder. Und von den Space Soldiers. Okay. Schauen wir mal. So, nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hoffentlich alle Probleme behoben bei den Space Soldiers. Und neue Runde, neues Glück für Mausbots. Und natürlich auch für die Space Soldiers, die jetzt in den Waffenvorteil gehen. Und Stüko direkt in der Mitte runter. Sunny frisst da ordentlich Schaden. Huiuiui. Der hat ordentlich gefressen gegen die Spieler da in der Mitte. Und das kann Oscar nochmal behaupten, dass er da ein bisschen Schaden macht. Der will jetzt diese eine Waffe da irgendwo rausfischen. Und er bekommt sie sogar. Damit kann man sie wegschmeißen und an einen weiteren Spieler abgeben. So. Okay. Nur irgendeiner muss sie ja picken. Ich glaube, Chris J. will sie haben. Damit tauscht man die Position.
und schickt Oscar Richtung B. Eigentlich sehr interessant, was man da hat. Ja gut, solange die Space Soldiers halt zulassen, ist es okay. Aber dafür passt das Timing nicht mehr. Dauert ein bisschen zu lang und Oscar kann da keinen guten Winkel mehr einnehmen. So, Chris J. nochmal drüben. Robs auch noch mit einer Rifle ausgeschaltet. Chris J. wartet auf das perfekte Timing. Ah, die Bombe kann nicht geplantet werden. Chris J. versucht mit allen Mitteln da nochmal gegenzuhalten. Bloß, dass der Push von Sunny mit der Pistole durch die Smoke kommt. Und schon hatten die Space Soldiers ein Riesenproblem, dass sie eine 3 gegen 1 Situation haben gegen ein Equipment von Mousebots, das eher notbedürftig war und eher kurz vorm Bettler beistand als alles andere. Also, dass man da nochmal eine Waffe rankommt bei Robs, der nicht mal eine Kevlar hat. Und dann, dass man nochmal die Waffe an Chris J. weitergeben kann. Absolut wichtig. Und Chris J. ist da so in der entscheidenden Position. Ich glaube, Major hat immer noch Probleme mit seinem Ping oder so. Sieht zumindest aus, als wird er laggen oder so. Ich habe keine Ahnung. Mega strange. Da kann er auch nur noch safen. Vielleicht die Maus kaputt. Was weiß ich, keine Ahnung. Tja, 10 zu 2. Mousebots holt aus einem Hauch von fast gar nichts eine Runde raus. Und das gibt Mousebots natürlich weiterhin mehr Raum. Und Chris J., der denkt sich, jo, dann geht's halt weiter runter. Wird auch direkt auf die AK gewechselt. Die muss man auch nicht mehr großartig nachladen. Dann sind nur noch 25 Schuss drin. Diesmal Major in der Mitte. Das Duell gegen Oscar gewonnen. Der versucht direkt nochmal nachzupicken. Vielleicht trifft er ja da auf Chris J. Ein bisschen glücklichen Händchen. Ist ja da auch viel möglich. Trotzdem Chris J. Der gehört in die Banane. Wie die Faust aufs Auge. Er macht das da sehr offensiv, aber fast jede Runde. Wenn ich sagen muss, gegen Navi, wie gesagt, hat das nicht so gut funktioniert. Ja, sehr schöner Schuss da von Santaris. Und nochmal die Eröffnung. Also sie haben immer noch Robs im Pit und Sunny mit einem guten Timing rumgezogen. So, Robs sieht den ersten. Robs weiß da auch, dass noch ein zweiter in der Mitte wartet. Chris J. kommt zum Backup. Damit ist es Major. Und der hat zumindest den Refrag geholt. Trotzdem 47 Sekunden. Die Robs wird sich auf dieses Duell nicht einlassen. Ein Riesenproblem, was sie haben, die Bombe ist nicht bekannt. Robs geht stark davon aus, dass es Richtung B geht. Und könnte theoretisch auch funktionieren. Robs ist schon wieder auf dem Weg, aber der lässt sich hier nicht vernaschen, so wie es aussieht. Der wartet ab, hat ein gutes Gefühl, steht bereit und da muss Major halt die Bombe legen, weil viel Zeit ist nicht mehr da. So, der Fake geht nicht auf. Also, Robs mit dem richtigen Decision-Making und das ist Runde Nummer 11. So, Mousebots natürlich jetzt wieder im Vorteil. Die Space Soldiers haben eigentlich alles an Momentum an Mousebots abgegeben, genau wie das Geld. So, wird auch wieder offensiv Richtung Bananenrunde gehen. Buhuhu! Nette Schelle von Santaris, kann man mal geben. Holy, was war das denn? Der hat den noch nie... Das ist halt so ein Santaris-Ding. Keine Ahnung. Sunny macht da erstmal kurz einen Prozess. War der hinter oder war der vor der Smoke? Ich hab's leider nicht gesehen. Silhouetten sehen natürlich nicht die Spieler. Ein bisschen schwer zu erkennen, weil auch die Smoke lag. So, und damit ist Pass bekannt. Ja, der verteilt hier nochmal eine Schelle. 2 gegen 1 Situation. Pass nimmt jetzt Beine in die Hand. Was hat er vor? Will nochmal zurück? Ah, da wird von hinten schon dicht gemacht. Oscar steht bereit. Timing kann nicht besser sein für den Mann aus der Tschechoslowakei. 12 zu 2.
So, da sehen wir es nochmal. War der hinter der Smoke? Tatsache. Läuft auf jeden Fall. Kann man mal drücken. Holy Macaroni. Nächste Runde für die Space Soldiers. 15. Die letzte Runde der T-Hälfte. Und Santaris sagt, ab nach vorne, das Team kommt mit. Bombe kann man durchtransportieren, aber die 4 gegen 3 Situation sieht gar nicht so gut aus. Da steht man aber bereit, um die Bombe auch zu covern. Oben der Spieler, und zwar Pess, verteilt da nochmal ordentlich Schaden. Und Major, der geht einfach durch, der hat die Schnauze einfach nur voll. Oh, 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 das könnte sogar aufgehen am Ende. Major muss gar nicht eingreifen, weil seine Mates da ganz gut aushelfen. Jetzt ist, oh nein, Oscar, passt auf. Eigentlich so eine gute Position für Major, aber Engine bekommt dann eine Zauberflash vor die Füße geschmissen. Damit ist es nur noch Oscar. Und die letzte Runde für die Space Soldiers auf jeden Fall hier nochmal machbar. Die Bombe ist nicht gemolotovt. Damit Oscar nochmal mit der Möglichkeit auf jeden Fall hier ranzukommen. Man sieht den Spieler und Engine beendet es am Ende mit einem 12:3. Also die Space Soldiers, ein bisschen chaotisch gewesen gerade die Runde, aber okay. Der Molotov lag sogar auf der Bombe, also hat es schon mal ausgebreitet. Trotzdem, die Runde auf beiden Seiten sehr chaotisch. Aber am Ende ist es trotzdem ein gutes Ergebnis für Mousebots. So, 3:12. Mousebots startet auf ihrer T-Seite. Geht erstmal flott Richtung Banane hoch. Engine versucht da direkt gegenzuhalten. Und Felix hat da schon mal ordentlich einen reingezimmert bekommen. Wieder. Nochmal. Mit dem Peak hinterher. Felix kann da nicht mehr viel machen. Antares versucht, die Mitte nachzukommen. Aim Punch folgt. Flottes Spiel von beiden Seiten. So, Kellex hält weiter gegen. Damit sind sie wieder im Vorteil. Ja, für die Space Soldiers natürlich nochmal eine Runde, die wahrscheinlich über Leben und Tod entscheidet. So, Sunny will den Tod für die Space Soldiers, genau wie Chris J. Das Bot ist gefallen. Damit auch frühzeitig wieder den Vorteil rausgeholt. Mousebots kann sich wunderbar im Afterplan positionieren mit einem Graveyard, mit einem im Pit und natürlich dem Bombenträger Richtung Spot. So, 11 HP noch bei Kellex. Der hatte, wie gesagt, am Anfang der Runde ja einen ordentlichen Headshot da bekommen auf lange Distanz. Damit auch nur noch, wie erwähnt, 11 HP. Die Frage ist jetzt, was kann man da machen? Erstmal gar nichts, weil Chris J, egal was, einfach nur einen Headshot drückt und ist nur noch Major. Und der sucht jetzt 3 gegen 1 Situation mit der P250 im Haus bekannt. Er wird gut gedodged und Sunny mit der USP erledigt den Rest. So, 3:13. Mousebots weiter. Oh, Nate. Ganz kurz mal in der Ecke hängen geblieben. Beim Hochspringen. Damit hat Rob sich fast selbst besiegt. Ah, Oscar.
versucht da irgendwie durchzukommen. Oh, Chris J macht nur den Pseudo-Check. Die Flash kommt rein und die Runde geht langsam für Mausbots den Bach runter. So, jetzt muss man ja erstmal versuchen, Santaris rauszubekommen. Oh, was eine gute Flashbang. Aber Syko kann die Ecke klären. Also, das passt soweit. Rob ist immer noch in der falschen Mitte unterwegs. Oh, da hat man sich gut verpasst. Wer findet wen? Und wer kennt wen, Sunny? Mit 2 HP das Ganze da überlebt. Also, gutes Timing. Und Mausbots ist wieder Richtung Spot durch. Aber da kommt man von lang schon nachgezogen. Zum Glück nur die CZ. Ja. Die auf lange Distanz natürlich nicht den Traum aller Spieler erfüllt. So, und jetzt geht's drauf und dann holt sich Mausbach, dann holt sich das Team der Space Soldiers auch die Runde. So, 4 zu 13. Mausbots nochmal mit der Sparrunde. So, der Angriff soll über die Mitte erfolgen. Da muss man gegen das Doppel-Setup Richtung Langauf fahren. Ist natürlich auch so ein bisschen das Bait-Setup, das Pass dafür für Major aufbaut. Ja, den wird man nicht abchecken. Der zieht ein bisschen zu früh rum. Dadurch die 3 gegen 3 Situation. Man kommt sogar mal eine Waffe ran. Aber Kellix ist da mit Santaris schnell genug da, um die Situation zu klären. Sunny kommt zwar über kurz durch. Das ist die Lücke, die sie finden. Aber die Lücke, ja, die wird auch sehr schnell wieder geschlossen. Die Space Soldiers sind da und kommen weiter zurück. Auch wenn die Runde sehr teuer war. Vergessen. So, Chris J mit dem ersten. So, dreht sich rein. Macht sogar den zweiten. Da vielleicht ein bisschen zu früh von Major reingezogen. Zu gut den Fokus noch bei Mausbots drauf gehabt auf der Ecke. Vielleicht um eine Sekunde verschätzt. Dann geht's für beide. Eine ganz gute Waffe. Für Pass. Umso besser, weil er bekommt die Eröffnung. Findet damit Oscar. Und die erste Rifle ist außer Gefecht. Damit bekommt man aber die Banane, wo man bei den Space Soldiers jetzt eher etwas defensiver auffällt. Das komplette Gegenteil von dem, was Mausbots uns gezeigt hat, die fast jede Runde aggressiv die Banane runtergespielt haben. Man steht bereit. Und da wird man auch gleich Richtung B gehen. Der eine hochgeboostet auf Anti-Flash. Santaris nochmal mit dem Info-Play. Holt nochmal ein bisschen Zeit raus, dass die Banane nicht angreifen kann. Jetzt kommt die Smoke rein. Nochmal die Flashbang. Um natürlich mehr Zeit raus zu holen. Santaris auch durch die Smoke zu schicken. Und jetzt muss man vorbeirennen. Oh mein Gott, Sunny. Einfach nur mit Vollgas. Die restlichen Spieler kommen gar nicht hinterher, weil da immer noch der Molotow liegt. Nochmal eine Flashbang. So, jetzt bricht das Ganze nochmal im Chaos aus. Engine steht immer noch oben auf der Mauer, auf der Lauer. Da wartet die Wanze. Und damit ist es Robs im 3 gegen 1. So, Prefired hier. Ist zumindest Richtung Spot durch. Auch 100% sicher, dass da keiner mehr wartet. Und dann sucht er das Duell. Sie stehen zu zweit bereit. 11 Sekunden. Robs muss die Bombe legen. Hat keine andere Wahl mehr. Faked das Ganze an. Und wenn er jetzt vor der Zeit stirbt, dann kriegt er wenigstens noch Geld. Und das wird hier auch passieren. Also, Mausbot sieht hier nicht gut aus bei dem Execute. Der perfekte Molotow, der das Team halt wirklich komplett abschwächt, da Sunny hier keine andere Möglichkeit mehr hat, außer durchzupushen. Zurück gibt es hier halt nichts mehr.
So, und Oskar in der Mitte. Also, die Eröffnung ist da mit der Diegel. Natürlich auch kein großes Investment beim Ausputz. Das heißt, jeder Frag, den sie hier bekommen, ist natürlich Gold wert. Die M4 wird sehr weit weggetroppt. Auch so, dass der Gegner keine Chance mehr hat, erstmal da dran zu kommen. Und Oskar zieht das zweite Mal rein. Der dritte Headshot. Soll der hier folgen? Nein. Den übernimmt Sunny. Dafür steht immer noch Engine bereit. Und Oskar nochmal hinterher. Kommt jetzt an seine Waffe, und zwar an die AWP. Aber die Runde ist eskaliert gerade. Aber richtig eskaliert. Nicht nur eskaliert, sondern oskaliert. Mit der Diegel. Oh, da haben sie sich gut vernaschen lassen. So, Oskar. Kann hier nichts mehr machen. Sartaris ist einfach einen Schritt voraus. Sartaris läuft aber die Alternative davon. Was hat der noch an Granaten? Der hat noch einen Molotow. Den schmeißt er jetzt rein. Prefired einmal die Wand. Er sucht halt die Spieler und dann ist es Robs, der es beenden kann. Ist halt sehr, sehr schwer für Sartaris, das nochmal auszuspielen. Ja, ist schon kompromisslos von Oskar gespielt. Zack. Ohne Flashbang. Einfach trocken rum. Nette Runde von Oskar. So, genau wie diese Nate, die erstmal ein bisschen Schaden macht. Die Space Soldiers werden damit natürlich auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Für Mousebots natürlich eine perfekte Situation, die Space Soldiers jetzt hier, ja, mit einer Niederlage vom Server zu schicken. Weil das war genau der Umbruch, dass die Space Soldiers halt gezwungen werden, in den Force Bar reinzugehen. Die haben jetzt den Vorteil. Den nutzen sie nicht ganz aus, weil da lassen sie sich gut von der CZ vernaschen. Und Pest, der greift von hinten ein. Wer hat das auf dem Schirm? Wer soll das auf dem Schirm haben? Das ist die große Frage. Oh, das kann so viel Schaden für Mousebots sein. Wartet immer noch ab. Ich glaube, man wartet drauf, dass das Pass da noch ein bisschen Support bekommt. Und da achtet halt keiner drauf. Aber warum wir auch? So, was wartet Pass jetzt? Auf schönes Wetter? Dreht sich rein. Das ist so gut von Pass gespielt. Das ist so gut von Pass gespielt in der Situation. Der hat jetzt die Chance, drei Leute rauszuholen. Eins, zwei, nein. Für einen dritten reicht es nicht. Aber wie ein Schaden das ist. Oh mein Gott, was eine Lücke, die Pass da bekommt. Damit gibt es hier keinen Execute. Und Sunny im 3 gegen 1 und die Space Soldiers retten sich nochmal über den Tag und bleiben weiterhin im Spiel. So nice von Pest gespielt. Mit einer Ruhe räumt er da einfach nur ab. Richtig gut. Auch wenn er nur zwei Leute rausnimmt, im Endeffekt reicht das, um Mousebots komplett ins Chaos zu stürzen. So, und die Space Soldiers damit wieder im Vorteil. Mousebots wird sozusagen auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Oskar an der AWP. Das ist natürlich auch der nächste Force-Buy. So, den hat er gesehen. Das gleiche sollte auch auf der Seite von Sartaris sein, dass er da beim Shoulder-Picken was gesehen hat. Deshalb kommt auch direkt die Smoke rein. Eine Minute noch auf der Uhr. Mousebots steht erstmal ohne wirkliche Raumkontrolle bis auf Banane da. Wieder das Doppelsetup Richtung Lang. Oskar sucht halt irgendwo die Eröffnung. So, da kriegt er den nächsten Smoke vor die Füße geschmissen. Robs hätte halt echt eine gute Situation, sogar auf A die Eröffnung zu finden, weil da aimt ihn halt kein Mensch ab. Er traut sich natürlich nicht rauszugehen. Im Pit eigentlich immer die Gefahr, dass jemand stehen kann. Mousebots läuft die Zeit davon. Und wo soll die Reise hingehen? Er schaut halt. 30 Sekunden noch. Wechselt jetzt die Position. Sieht hier auch keinen Sinn, irgendwas zu versuchen. Der müsste halt den Backstep aufhalten und das gelingt ihm auch. Zumindest ein Problem weniger, um was sich Mousebots kümmern muss. Aber da ist immer noch eins auf dem Spot und das ist Engine plus Sartaris im Backup. Gut gespielt von den beiden Türken. Und es ist nur noch Robs. Der konnte zwar den Backstep aufhalten, aber das, was Richtung Spot passiert ist, da hat er keinen Einfluss mehr drauf.
schöne Kreuzfeuerdeckung. Und die Space Soldiers holen sich die nächste Runde. 8 zu 14. Bleibt weiter spannend. So, Mausbots wieder nur mit einer AK unterwegs. Das haben wir auch schon auf Mirage gesehen. Kein Equipment sonst. Und die eine AK soll einfach nur versuchen, ein bisschen Schaden zu machen. So, da wird aber ordentlich Schaden gegenverteilt. Und Drops findet auch erstmal keine Öffnung. Will zwar versuchen, irgendwie übers Haus rauszukommen, traut sich dabei nicht wirklich rumzuziehen, wird dann auch von Santaris weggenascht. Durch Jay nochmal mit der Aktion, dass er da irgendwie versucht, auf dem Refract nachzuziehen, aber Pustekuchen, da passiert nichts. 9 zu 14. Also, Mausboards mit der nächsten Situation. Das Game zumindest erstmal in den Matchpoint zu bringen. So, Major dann nochmal unterwegs. Direkt ein bisschen mutiger auch bei den Space Soldiers gegen Mausbots jetzt unterwegs. Das zahlt sich aus. Santaris und Major versuchen jetzt etwas offensiver die Banane zu halten. So, nochmal der Spraydown. Sitzt nicht ganz, aber Oscar nur auf 13 HP und die Bombe ist gedroppt. So, Oscar kann hier immer noch nicht den Frag holen. Dafür ist Sunny sogar noch gefallen. Santaris und Major halten hier die Banane wieder 1. Jetzt versucht man sie abzusplitten, zumindest ein bisschen Raum zu kommen und wieder an die Bombe ranzukommen. Robs zumindest mit dem Refrag nochmal aufs Knife drauf. Major kommt da gerade nochmal so drauf, aber der hat sein Backup schon. Da wird schnell genug rübergezogen. Jetzt gibt man die Bombe rauf. Man weiß, es ist nur noch Oscar. Da noch ein Spieler lebt. Und damit hat man sogar einen mit Full AP abgestellt und das ist Pass an der zweiten AWP. Die Runde geht auf das Konto der Space Soldiers. Also, es geht weiter nach vorne und die Space Soldiers holen langsam Raum auf. Also, da muss man sich bei Mausbots jetzt auch langsam was anderes überlegen. Ein Ziel finden, um zumindest erstmal in den Matchpoint zu kommen. Und das Problem ist halt, die Space Soldiers schaffen es hier sogar noch Geld aufzubauen. Dass Mausbots halt nicht von diesem Vorteil profitieren kann, dass sie halt die Space Soldiers dann im Matchpoint auch auf kleinem Geld haben. Nee, nee, so leicht ist es nicht. Dafür haben die Space Soldiers ganz gut vorgesorgt in den letzten Runden. So, soll nochmal über das Haus rausgehen. Robs wartet ab. CZ. Der Weg zum Ziel. Die Flashbang sitzt auf jeden Fall nicht. Die vielleicht nur die Weintrauben. Zumindest kommt man hier aber raus. Aber Kellex wartet da. Und sie laufen einfach nur das Kreuzfeuer. Mit Pass. Und Kellex rein. Engine Pass Richtung Lang auf. Ja, das geht nicht auf bei Mausbots. Ist das jetzt der Choke? Ist das jetzt der Choke von Mausbots? Das 11 zu 14. Es rückt näher, dass die Space Soldiers hier wirklich das Comeback starten. 11 Runden kann man schon von einem Comeback reden. Und sie werden langsam auch confident. Schießen sich warm auf Inferno. So, Oscar sucht und Oscar findet zumindest die Gegenantwort. Damit gehört ihm die Banane, aber Santaris hat da noch ein bisschen was dagegen. Zumindest hier wieder der zweite Spieler da, um direkt abzublocken. Und Santaris macht hier bisher einen extrem guten Job in der Banane mit seinem Mate zusammen. Am Ende ist es wieder der Vorteil für die Space Soldiers. Sunny, Stuko und Robs stehen wieder so ein bisschen ohne Antwort da.
Es soll Richtung B drauf gehen. Wieder einer geboostet. Das ist immer der Backup-Spieler Engine. Santaris wartet an den Coffins. So, Mausblitz hat nochmal Equipment, um wirklich den Angriff Richtung B zu wagen. Sehr interessant. Die Space Soldiers decken auch wieder mit zwei Leuten der Mitte. Also explizit lässt man hier A auf. Das hat man beim Mausblitz noch nicht so wirklich richtig erkannt. So, zumindest Santaris mit dem Refrag. Engine muss jetzt einfach nur abwarten und Tee trinken. Einen Spieler rausnehmen und schon ist die Situation geregelt. Aber Robs passt gut auf. Damit könnte das für Mausport sogar jetzt die Situation sein, hier ein 15:11 aufs Parkett zu legen. Dafür darf die Banane aber nicht fallen und Robs ist da und hält die Banane sauber. Damit ist noch Pass mit der AWP. Weiß, dass Robs in der Banane wartet. Stuko braucht sich da nicht mehr zu zeigen. Das gleiche gilt auch für Robs. Einfach nur safe runterspielen. Und schon hast du ein Problem weniger, aber Pass zieht hier gut rein. Findet Spieler Nummer 1, nochmal der Molotow. Das zwingt ja Robs fast schon förmlich vorzuziehen. Und Robs ist schneller auf dem Köpfchen drauf. Und am Ende kann Pass die Situation nicht für sich entscheiden. Das ist das 11:15. Mausboard schafft es endlich hier, nach einer langen, langen Winstreak für die Space Soldiers, diesen Matchpoint zu holen. Halleluja. Lange, lange hat es gedauert, aber am Ende schafft man es wirklich, hier den Matchpoint zu holen. Trotzdem, wie schon erwähnt, das Geld bleibt trotzdem gut bei den Space Soldiers. Dadurch, dass man halt zu viele Runden in Folge ganz ordentlich runtergespielt hat, hat Mausbots halt die Chance verpasst, die Space Soldiers in diesem Geldstrudel zu halten. So, es fängt auch nicht gut an. In dieser Runde wieder der Vorteil für die Space Soldiers. Diesmal folgt aber kein Refrag, keine 4 gegen 3 Situation. Whatever. Mausbots muss mit 4 Leuten auskommen und die Space Soldiers können weiterhin Stiefel mit 5 Leuten runterspielen. Und nochmal der Molotow, der erstmal den Raum abblockt. Es hat das so eine gute Position, aber Chris J drückt hier den Teufels-Headshot auf Doom, geht über lang durch und in so einer Runde ist Chris J wieder da. Das ist der Magier im Matchpoint. Das gibt's doch nicht. Was ist denn mit Chris J im Matchpoint los? Von dem siehst du gefühlt 10 Runden, nichts Auffälliges und dann kommt der Matchpoint und der Mann erwacht wieder. Wie ein Gott oder Jesus, der nach 3 Tagen aufersteht. Ne? Krass einfach nur. Das gibt's doch nicht. Heieiei. Und das ist die Chance für Mausbots. Das geben dich zum Mann. Und Chris J entscheidet es wieder. Das gibt's doch nicht. Wie viele Spiele habe ich und Mausbots in der letzten Zeit gesehen, wo Chris J immer wieder da war und in dieser Runde, in dieser alles entscheidenden Runde, den Gewinn bringt? Das gibt's nicht, Mann. Chris J ist einfach wie Jesus. Weißt du? Er steht halt nach dem 3. Tag wieder auf und bringt sein Team zum Sieg. Ist immer wieder so. Ist halt krass. Chris J, weiß nicht, in so Runden ist er dann immer wieder da. GG Well Played, das ist das 2-0 für Mausboards heute. Damit können sich der Tabelle natürlich auch nochmal ein Stück nach vorne festigen. Ganz, ganz, ganz wichtig für die Mäuse, weil wenn wir jetzt einfach mal kurz die Tabelle aufrufen und in Erinnerung uns in Erinnerung rufen, wo Mausboards jetzt steht, weil die sind jetzt gleich mit den Space Soldiers. So im direkten Vergleich auch vorne, die Rundendifferenz ist besser. Das heißt, ich weiß nicht, ob der direkte Vergleich zählt bei der ESL Pro League oder die Rundendifferenz. Ich würde fast davon ausgehen, die Rundendifferenz. Aber da müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Da will ich euch jetzt nicht festnageln. Auf jeden Fall teilt man sich mit den Space Soldiers Platz 2. Ja, und damit auch aufgeschlossen an die Ninjas. Ich glaube, es zählt der direkte Vergleich, so wie es aussieht. Ich glaube nämlich, die Ninjas Pyjamas haben gegen die Space Soldiers gewonnen. Damit würden die Space Soldiers auf Platz 3 rücken, runterfallen und ja, Mausbots auf Platz 2. Weiß nicht, wie man gegen NRP gespielt hat. Das muss ich jetzt auch rausfinden. Auf jeden Fall, die Playoffs sind sicher und natürlich auch eine sehr gute Platzierung mit 46 Punkten. Und damit machen wir jetzt eine kurze Pause, melden uns gleich wieder zurück. Dann haben wir nämlich noch ein Spiel und zwar Fnatic, der Abstiegskampf. Den gibt es hier zum Schluss. Für uns Jungs und Mädels. Fnatic zurzeit auf Platz 11, Argo auf Platz 13. Na? Für Argo geht es darum,
aus den Relegationsplätzen rauszukommen. Das könnte ihnen heute sogar gelingen, indem sie Fnatic zweimal besiegen. Dann würde das hier schon viel, viel besser aussehen. Lassen wir uns einfach überraschen. Bleibt erstmal dran. Und dann sehen wir uns gleich noch zu zwei goldenen Maps mit Fnatic. Ja, den guten Jungs aus Schweden gegen das Team aus Polen, der Newcomer. Und zwar Argo. Also, bleibt dran. Bis gleich.